Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, nämlich Dishonored 2. Ja, ich habe keine Ahnung von der Geschichte dieses Spiels, bis auf eben die paar Krümelchen, die wir ja schon als Trailer und so gesehen haben, ne, und die der liebe, verehrte Gronkh uns schon gezeigt hat. Mir hat das Spiel seitdem von Anfang an gefallen. Ich kenne allerdings den ersten Teil nicht, habe mich nur ganz kurz, ganz grob ein bisschen eingelesen, was es hier gehen tut. Ich glaube auch, dass Dishonored 1 quasi nichts, also von den Figuren her, glaube ich, nichts mit dem hier zu tun hat. Macht ja nichts. Wir werden, wir werden die Geschichte einer Kaiserin quasi durchleben, die von ihrer geliebten Verwandtschaft, ja, entthront wird sozusagen, ne? Oder besser gesagt, bevor sie den Thron besteigen kann, schon mal vorweggenommen wird. So grob in etwa habe ich es mitbekommen. Da steckt sicher noch viel mehr dahinter und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Das heißt, ich quatsche wieder viel zu viel, so wie immer, wenn ich was Neues beginne, ne? Also ein neues Spielchen, und wir werden eine beliebige Taste drücken. In dem Fall nehme ich meine linke Maustaste. Wir können gleich mit der Kampagne beginnen oder wir fangen mit dem Tutorial an. Optionen müsste passen, das müsste noch 1080p sein. Kann ich hier kurz mal klubschen? Grafik. Ja, alles prima. Alles gut. Alles passt. Fein. Zurück. Nochmal zurück. Und dann würde ich sagen, wir beginnen, wie es sich gehört, mit dem Spiel, mit dem Tutorial. Allein schon, um das Spiel zu würdigen. Möchtest du das Tutorial starten? Ich bitte darum. Oh, Dunwell, 1837 bis 1852. Als Emily Caldwin, Herrscherin über das Inselreich, hast du zahlreiche Feinde. Dein Vater ist Lord Corvo Atano, berüchtigter kaiserlicher Schutzherr und Meisterspion. In den Jahren seit deiner Thronbesteigung hat Corvo dich immer wieder in den Künsten des Schleichens und Kämpfens ausgebildet. Waffen wegstecken, 1 von 18. Werden wir da lernen. Das sind schon mal die Tipps, ne? Halte F gedrückt, um deine Waffe wegzustecken. So kannst du dich etwas schneller bewegen. Ich glaube, das kann ich mir schon aufschreiben für den Anfang. Also, F ist Waffe weg. So, das kann ich mir schon mal mitnotieren. Was haben wir dann noch? Da können wir nämlich klicken. Leises Bewegen, 2 von 18. Durch Sprinten und Laufen werden deine Schritte lauter und du erregst Aufmerksamkeit. Im Schleichmodus bist du leise. Welche Taste ist das? Werden wir vielleicht bald erfahren. 3 von 18 ist die Offiziere. Offiziere sind ausgebildete Schwertkämpfer und Scharfschützen. Sei vorsichtig, wenn du sie angreifst. Mhm. Schleichen und Lauschen. 4 von 18. Wenn du Gespräche belauscht, kannst du ab und zu nützliche Informationen aufschnappen. Alles klar. Dann ergreife die Flucht. 5 von 18. Das wird meine wichtigste Fähigkeit sein. Kampf ist nicht die einzige Option. Selbst wenn du umzingelt bist, kannst du fast immer entkommen. Na toll. Grundlagen des Kampfes. 6 von 18. Bleib im Kampf immer in Bewegung und lass dich nicht umzingeln. Jawohl. Helligkeit, 7 von 18. Die Helligkeit kannst du im Optionsmenü einstellen. Ja, das habe ich vorher schon. Ich habe hier ganz kurz eine Aufnahmeprobe gemacht, nur ins Tutorial rein und mal vor und zurück gegangen, um zu schauen, ob die Tonlage passt, ob das Spiel überhaupt funktioniert. Und mehr habe ich nicht gemacht, ne? Also, ja. Armbrustbolzen, 8 von 18. Manchmal kannst du die Bolzen deiner Armbrust von Leichen oder aus der Umgebung bergen. Ah, das ist aber nicht schlecht. Kampf und Schleichen, 9 von 18. Kämpfe gegen deine Gegner und töte sie oder wähle einen lautlosen Ansatz, um sie zu umgehen. Mhm. Blocken und Parieren, das ist sicher auch sehr wichtig. 10 von 18. Blockieren ist entscheidend. Mit dem richtigen Timing kannst du deinen Gegner verwundbar für einen Konter machen.
Spiele auf deine Art, 11 von 18, das auf jeden Fall. So wie ich spielt sicher keiner. Die perfekte Spielweise gibt es nicht. Kampf oder Heimlichkeit, brutal oder lautloser Schatten. Die Welt wird reagieren. Mhm. Weiter. Gesundheit und Mana. Es gibt Mana. 12 von 18. Über die Schnellauswahl kannst du Elixiere trinken. Das ist gut. Die deine Gesundheit und dein Mana wiederherstellen. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. Gegenangriffe. 13 von 18. Wir sind gleich durch. Ein gut abgepasster Block bringt Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass du einen tollen und tödlichen Konter landen kannst. Genau, einen toll-tödlichen. Tollwütig-tödlich. Na, Entschuldigung. Vergrößerung? 14 von 18. Zoome an Ziele heran. Okay, um besser zielen zu können. Mhm. Fallout sozusagen. VATS oder so, ne? Ja, wurscht. Besonders mit der Armbrust. Mhm. Speichern, auch sehr wichtig. 15 von 18. Speichere möglichst oft. Jawohl. Das kann ich mir gleich in die Ohren schreiben. Hervorlehnen. 16 von 18. Indem du dich aus der Deckung hervorlehnst, kannst du Gegner beobachten und sie unbemerkt belauschen. Geld ausgeben. 17 von 18. Yeah, Shopping Queen, ne? Bei den Schwarzhändlern in Karanaka? Hast du so? Karanaka, ne? Kannst du Waffen kaufen und deine Ausrüstung verbessern. Und Sprinten, 18 von 18. Sprinte, um Gegner zu entkommen oder Geschwindigkeit für einen Sprung aufzubauen. Großartig. Fortsetzen. Ich werde so oft sterben. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Sehr gut. Dann war Hafenviertel. Ziel aktualisiert. Agilitätstraining. Triff dich mit deinem Vater. Papi, ich komme. Servus, Herr Schiff. Ja, mal schauen, ob denn hier irgendwas schon versteckt sein tut, ne? Irgendwas. Tada. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Okay. Ja, Frau Kaiserin, ne? Das ist aber auch, das Spiel ist sowieso an sich sehr merkwürdig, nicht im schlechten Sinne, denn ganz ehrlich, wann bist du denn mal im echten Leben ein Kaiser oder eine Kaiserin, die so ein Abenteuer erlebt, ne? Früher vielleicht mal, ja, da musstest du wirklich um dein Leben Angst haben. Kann ich den benutzen? Mit F, ich habe auf E gedrückt, Entschuldigung. Dann, darf ich da trinken? Mehr nicht, nur? Ja, rinnt nur runter. Ach so, vielleicht den Eimer, kann ich den? Nach links lehnen, Que. Nach rechts lehnen, E. Darüber blicken, W. Kopf einziehen, S. Aha. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? Das frage ich mich auch. Aber scheinbar itemmäßig können wir da... schön. Blut. Da dürfte ein Metzger daheim sein. Irgendwas mitnehmen dürfen wir noch nicht, oder? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Bruce Willis ist mein Vater. Oh, bin ich glücklich. Was? Nein. Ich bin natürlich sehr froh über meinen Papa auch, aber die Stimme, ne? Das ist doch seine. Also Synchronstimme, ne? Ja. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. Das sind Ratten. Wieso I? Ich habe selber drei Farben, also ich darf gar nicht I sagen. Aber meistens ist es so, ne? Wenn Ratten in solchen Zuständen leben müssen oder auch Mäuse, können sie unter Umständen krank werden. Und das ist dann halt I. Ne, das ist nicht gut. Ich muss hoch und drüber klettern. Das geht wie? Ach so, mit der Leertaste. Okay. Drücke beim Sprinten C, um zu rutschen. Ich muss darunter durchrutschen. Und wie sprint ich? Ah!
Yeah! Ich wusste, ich kann es schaffen. Cool, ich bin nass. Und schmutzig. Aha, ich liebe Schmutz. Was? Drücke beim Sprinten die Leertaste, um über Hindernisse hinweg zu hechten. Das geht auch? Oh yeah. Okay, Beispiel Sprinten. Sprinten tut man mit der Umschalttaste. Und... Heureka! Ah, C! Hey, das war jetzt gemein. So, geh wieder auf, du Kacktür. Okay, also Sport, das ist... Okay, das ist wieder eine Probe für meine kleinen Fingerchen. Hui. Na bitte, geht doch. Ich hoffe, da war jetzt nirgends sowas versteckt. Das würde mich jetzt echt ärgern. Ha? Wer ist da? Freund oder Feind? Das kann ja nur Papa sein. Jo, und ich habe mich schon über Aragami beschwert. Haha, ja, das nehme ich natürlich jetzt alles zurück. Jetzt wird's heftiger. Oh, Entschuldigung. So, Horuk, rauf da. So, hallo. Was jetzt? Klettern, okay. Da kann man echt nirgendwo was... Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass ich was übersehen tue, ne? Irgendwie kommt mir das aber gerade vor wie bei Tomb Raider ein bisschen. Die alten oder die neuen kenne ich ja nicht so. Aber die alten, da hatte ich mal so ein Spiel. Da musste ich auch durch so ein Tutorial durch. Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen dran. Nur grafisch halt nicht so schön wie hier. Schon klar. So. Was gibt's noch zu sagen zu dem Spiel, zum Let's Play? Ich möchte gerne 30 Minuten Parts draus machen. Ich fühle mich einfach mit 30 Minuten wohler. Klettern. Ein Meter. Ich will klettern. Ruck. Ja, und jetzt? Darüber gehen, oder was? Das soll ich können. Einfach die Maus in der Mitte. Und jetzt? Ins Wasser und tauchen, oder wie? Verwende WASD und T, um dich im Wasser zu bewegen. Und Umschalttaste, oder wie? Ah, viel schneller. Okay. Und mit der Maus kannst du natürlich die Richtung ändern. Aufpassen, dass man dabei nicht ersäuft, habe ich das Gefühl. Da ist sicher, ich hoffe nicht, dass da was versteckt ist. Der blaue Balken zeigt eh, ne? Wie viel Luft wir noch haben. So, wo geht's da jetzt raus? Geht's da noch weiter? Da ist irgendwie nichts mehr, oder? Toll, wir schauen aus. Schaut so etwa eine Kaiserin aus. Hallo? Ah, hier wahrscheinlich. Da kann ich rauf, ne? Ja, ja, das klappt. Okay. Okay. Ist eh logisch. Habt ihr recht. So. So. Na, wer hustet denn da? Irgendjemandem geht's nicht gut. Entweder sind das schon wir. Weil wir uns gerade fürchterlichst erkältet haben. Oder jemandem geht's schlecht. Was haben wir da? Brunnen. Genau, drücke F, um an einer Kette zu klettern. Weiter. Über W bewegst du dich dann nach oben. Über S nach unten. Drücke F, um an einer Kette zu klettern. Okay. F-Kette. Wo ist eine Kette? Der Brunnen. Das bringt sich gar nichts, ne? Na. Eine Kette. Kette. Da ist Kette. Ich habe einen Schatten gesehen, dachte mir, die muss irgendwo sein. Gut, also rauf hier und hoch. Boah, die geht aber. Müsste eigentlich die Kette nicht vor uns im Bild sein? Naja, die klettert wahrscheinlich seitlich hoch. Na, hoch bitte. Nach oben. Über S nach unten. Ja, und jetzt? Gottes Willen. Okay. Nochmal. Was fällt denn da? Ein Blatt? Blatt. Okay, nichts Wichtiges. Also mit F rauf. So, jetzt bin ich oben. Kann ich schwingen? Na, schwingen kann man nicht. Dann hüpf. Okay, einfach hüpfen. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Ja, mit mir? Süße, da brichst du dir höchstens deine Beine und irgendwann auch das Genick. Kann man da auch rauf? Achso, nur so. Ich dachte, halt. Jawohl. Aber vor allem wichtig ist auch, auf der Leertaste oben zu bleiben. Ja. Wichtig ist auch, dass du auf der Taste oben bleibst. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie versteckt noch einen Timer. Und ich bin viel zu langsam. Aha. Ich sehe schon. Tempo aufzubauen, bevor du springst. Ja, ja.
Ist schon klar. So. Heunecker! Ja, läuft. Nochmal? Na, noch nicht. Aber da jetzt, ne? Oder geht's anders? Mit festhalten, ich sehe schon. Ich kann die Kante erreichen mit dem richtigen Sprung. Ja. Ja. Boah. Heunecker! Ja, das haut hin. Boah. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Ich und leise? Was? Schleichen. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln, dich zu ducken und leise zu laufen. Du bist dabei erheblich Du bist dabei erheblich schlechter sichtbar. Bleib in Deckung und außer Sichtweite, um nicht entdeckt zu werden. Im Schleichmodus wirst du langsamer entdeckt. Ja, das hatten wir gerade. Besonders wenn du erstens dich weiter weg befindest, zweitens dich über Gegner oder am Rande ihres Sichtfeldes bewegst, drittens dich im Schatten bewegst, relevanter aufgewiesene Entfernungen. Weiter? Ja. Im Schleichmodus kannst du unter Tischen in Deckung gehen. Oh, das ist natürlich schön. Um Gegner anzulocken und wegzulocken, kannst du einen Gegenstand, etwa eine Flasche, werfen. Okay. Oder den Alarm einer Uhr ertönen lassen. Das erinnert mich jetzt irgendwie an... Ach, wie hieß das Spiel noch schnell? Ah, wurscht. Passt schon. Verlassen. Okay, schleichen mit C. Reich dich an mich ran, wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst, ja. Das... Vater sagt immer, es ist wichtig, leise zu sein. Kann ich denn schon speichern? Laden, Spiel, speichern? Miep, miep. Nein, das darfst du nicht. Toll. Schleichmodus aktiviert. Ich denke mal, einfach hier runterpurzeln. Das ist wieder ein Brunnen. Dann würde ich sagen, schleiche, schleiche, schleiche. Geht der im Kreis? Er bewegt sich, okay. Er bewegt sich. Aber wo und wie? Aha, einfach nur da hin und her, ne? Dann würde ich sagen, mal hier rüber. Bitte schleichen, ist doch meine Spezialität. So. Hat er mich gesehen? Das reicht schon. Wahrnehmung. Wenn Gegner beginnen, dich zu bemerken, erscheint eine sich langsam füllende Wahrnehmungsanzeige. Okay. Bei einer vollen weißen Anzeige sucht der Gegner nach dir. Ist die Anzeige rot, wurdest du entdeckt. Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo. Ich soll ihn würgen? Muss ich vorsichtig sein. Schleichtraining, würge. Ich muss meinen Papa würgen? Wie scheißlich ist denn das? Boah, da wirst du aber gut entdeckt. Das finde ich jetzt aber nicht so schlecht. Das finde ich durchaus realistisch. Aber wie macht man das am besten? Da kann ich mich da schon so sehen? Wow, er ist gut. Das weiß ich nicht. Und geht nach Hause. Das wird nicht schlau sein, ne? Wie mache ich das jetzt? Steuerung. Aha. Ah, und auf Steuerung oben bleiben. Okay. Ich glaube, das war gut. Na, Papi? Habe ich das toll gemacht? Gehe ich jetzt in Lutscher? Ja. Das ist mein Mädchen. Ah, schön. Ziel aktualisiert. Schleichtraining. Noch mehr Schleichtraining? Okay. Das war dann wohl zu einfach, nicht wahr, Papi? Oh, warte, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie weg da mal. Bevor mich Papi sieht. Oh. Ha. Ja, Papa hat mich gelobt. Mua. Wir sind sein Mädchen. Halt, das geht so nicht. Halt, wie bin ich da? Wo will er hin? Jetzt geht er wieder rauf. Phew, okay. Ich merke schon. Wenn es gut läuft, irgendwie darüber. Ah, da unten, schau mal. Hihi. Da könnte es gehen.
Schlüssel, 3 Meter. Das heißt, ihn wieder würgen, okay. Kommt er her? Mist, jetzt geht er rüber, ne? Langsam. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verhaut das wieder. Mach keine Geräusche. Nein, nochmal. Ohne, dass ich dich sehe. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss mit dir mitgehen. Ich habe schon gemerkt, um durchzukommen. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich fehle schon wieder. Warum? Weil ich es kann. Ganz einfach und um. Was? Das sieht mich jetzt schon? Wo ich gerade mal so bei der Treppe bin? Ich bin hier weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin nicht da. Hä? Wer hat er mich jetzt gesehen? Von da? Bleib außerhalb meines Sichtfelds. Ja, Entschuldigung, Papa. Entschuldigung. Boah. Hoppla. Entdeckt. Das ist echt. Also das kann ich mir gleich 5 Mal in die Ohren schreiben. Da kommt mir aber gerade eine Idee. Kann ich hier wieder hoch? Na, da kann ich nicht hoch, ne? Ich wollte nur was probieren. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur was probieren. Ich dachte vielleicht, wenn ich von oben auf dich runterstürzen kann. Das war zu laut. Ja, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Ich wollte nur was versuchen. Ja, er sieht mich schon wieder, ne? Ja, ich muss einfach warten. Nein, Entschuldigung. Noch mal. Ja, ich ohne, warte. Dass ich dich sehe. Ja, ist gut. Dann halt warten. So, dann halt warten. Na, versteck dich. So. Na, so rüber geht's ja auch nicht, ne? Verschlossene Tür, 15 Meter. Tschüss. Au. Oh, jetzt geht er darüber? Hä? Scheibe, das wäre jetzt unsere Chance gewesen. Jetzt kommt er wieder zurück. Super. Was machst du, Papi? Was machst du? Lol, jetzt geht er von da hinten rauf, ne? Was? Stehlen hätte ich sollen, ne? Nicht der Meucheln. Meucheln, sag ich schon. Stehlen mit F, ne? Aha, stehlen mit F, ich bin doof. Entschuldigung. Nochmal. Meine Güte. Das wäre so schön gewesen, ich Idiot, ich würgen. Stehlen mit F. Jawohl, F. Pff. Nicht in würgen. Stehlen. Ich krieg das noch hin heute. Ich krieg's hin. Ich schwöre. Geh weiter, Papi. Na, du siehst mich nicht. Das ist ein braver Papi. Ja, Fledermaus, ich hab dich auch lieb. So. Stellt er sich wieder drüben hin, ne? Jetzt geht er wieder da lang. Das ist wieder unsere Chance. Ich halte schon mal meinen Finger bereit. Das hört sich furchtbar an, ich weiß. Aber. Yeah. Schließ die Tür auf und öffne sie. Die Leute bemerken dich meist nicht, wenn du über ihnen bist. Ich habe nichts gesehen. Mach keine Geräusche. Das ist die Frage, wie er geht. Okay, er ist bei der Tür. Boah, ey, voll spannend gerade. Gleich haben wir's.
mit F aufschließen und öffnen. Leise wie ein Luchs auf der Jagd nach der Gazelle. Yeah! Armbrust, okay. Armbrusttraining. Nimm eine Armbrust. Jo. Na dann, ich würde sagen, du bist eine Armbrust. Also nehme ich dich mal. Drücke mit der rechten. Alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Hm. Haben wir es erwischt? Achso, die Flasche. So. Noch mehr Flaschen. Ich muss nachladen. Ich habe die eine ja leider falsch geschossen, ne? Was? Da brennt's. Hilfe. Und? Und? Wie viele noch eigentlich? Was ist da oben? Ein Spanner. Ich bin leer. Brauche ich das? Bing! Ah, da ist noch mehr. Viel mehr. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin voll. Was ist da oben? Den soll ich anschießen? Warum eigentlich? Oh! Deshalb. Danke. Und Ausgang. Ich will nochmal... Und so. Danke. Haben wir hier noch was? Die nehme ich gleich mal mit, oder? Drücke linke Maustaste, um leere Flaschen und Gläser zu werfen und Gegner mit dem Lärm abzulocken. Abzulenken. Abzulocken, genau. Ich wollte... ja. Ich wollte was anderes sagen. Naja. Was haben wir da? Geist der Tiefe. Geist der Tiefe. Auszug aus einem umfangreichen Roman. Subi. Geist der Tiefe. Sirene der Träume. Ich wanderte viele Stunden die Küste entlang. Ließ Dunwall hinter mir zurück, bis das Klagen der Vögel und das Rauschen der Wellen all meine Gefühle zum Verstummen brachte. Ich weinte, wissend, dass du zu mir kommen würdest, Geliebte. Du regierst meine Träume, in denen ich mit Sinnen, die ich im Wachen nicht besitze, die dunkle Pracht deiner Heimat in die Tiefe erblicke. Dort ruht der Ozean auf deinem Rücken wie ein schlafendes Kind in den Armen seines Vaters. In diesen schlaflosen, verzweifelten Nächten erscheinst du mir nicht als mächtiger Leviathan, sondern als junger Mann mit Augen so schwarz wie das Nichts. Ei, gut. Okay. Das heißt, wir sind bei Supernatural. Das ist ein Dämon. Ja. So. Und Türe öffnen. Triff dich mit Corvo Atano. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Okay. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Okay. Was? Drücke linke Maustaste für einen Schwertangriff. Ja. Harter Schlag. Das ist meine Tochter. Greife mit, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Ja. Und wie block ich? Halte, um den Schwert zu blocken. Aha. Gut. Gut gemacht. Sehr gut. Mhm. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Drücke Steuerung, sobald ein Gegner Schwertangriff ausführt, um ihn zum Daumen zu bringen. Du bist schnell. Clever gemacht. Oh, das war zu schlecht. Na los. Alter. Na los. Jetzt glaube ich. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Okay. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Daumelt ein Feind kannst du ihn parken, indem du Crit drückst und halte Crit, während du gedrückt
bis Zeige voll ist, um deinen Gegner bewusstlos zu würgen. Okay. Na super, ich werde viele Male sterben. Mit deinem Feind kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Das müssen wir noch fertig machen. Wow. Cool. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Danke, Papi. Schön. Supi, ich glaube, war das jetzt schon das komplette Tutorial? Tatsächlich. Cool, das in einem Part geschafft. Ich bin gerade von mir selber beeindruckt. Super. Na fein, ihr Lieben. Das heißt, im nächsten Part gehen wir es an mit der Geschichte. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.